Wir haben 100 Mitschüler befragt und haben herausgefunden, dass Mädchen Drogen besser finden als Jungs. Entschuldigung. Geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Ja, geht scheiße! Wie alt sind Sie denn? 14? Laut Umfrage konsumieren Mädchen eher in jüngeren Jahren und Jungen, wenn sie älter sind. Das Einstiegsalter liegt bei 14 Jahren. Wissen Sie nicht, wo Sie Hilfe herkriegen können? Im Folgenden sieht man verschiedene Anlaufpunkte in Hannover. Die Reihenfolge zeigt die Häufigkeit der Nennung in der Umfrage. Haben Sie keine Bekannten oder Freunde, die Ihnen irgendwie helfen können? Was? Nein, die sind nicht, nein. Die Umfrage hat ergeben, dass die Unwissenheit zu den Hilfsangeboten relativ groß ist. Das gilt auch für die Gruppe der Befragten, die Bekannte mit Drogenkonsum haben. Welche Drogen haben Sie denn genommen? Bisschen Hasch. Ja. Bisschen Alkohol. Bisschen da. Bei ihr. Ja. Bei der Umfrage haben wir herausgefunden, dass zwischen 14 und 16 Jahren die Einstiegsdrogen Alkohol, Zigaretten und Marihuana sind. Kommen Sie mal lieber mit, wir gehen mal schnell ins Krankenhaus. Ich glaube, das ist besser für Sie. Ja. Und Sie. Ja.